Okay, herzlich willkommen allerseits zum heutigen Google Search Central SEO Sprechstunden Hangout. Ah, mit den Namen muss man mal aufpassen. Ich hoffe, es geht euch allen soweit gut. Mein Name ist Johannes Müller. Ich bin ein Search Developer Advocate bei Google und Teil von dem, was wir machen, sind solche Webmaster-Sprechstunden, wo jeder dazukommen kann und seine Fragen rund um die Suche stellen kann. Es sind schon einige Sachen eingereicht worden per YouTube direkt. Wenn aber einer von euch anfangen möchte mit einer Frage, seid ihr gerne dazu eingeladen. Immer ein bisschen ruhig am Anfang. Okay, kein Problem. Dann schauen wir mal nach, was wir da alles eingereicht gekriegt haben. Welche Möglichkeiten für überregionale Publisher siehst du, um auch im regionalen News-Angebot stattzufinden? Weiß ich nicht, was ich da gezielt sagen kann, weil Teil davon ist wahrscheinlich Richtung Google News, wo ich eigentlich nicht so wahnsinnig viel Informationen habe, die ich teilen kann. Von der normalen Google Search-Seite ist es eigentlich so, dass es keine Meta-Tags oder Einstellungen gibt, die man machen muss, um eine Seite quasi zu markieren, dass sie relevant ist für eine bestimmte Region. Sondern was wir versuchen zu erkennen, sind einfach allgemeine Merkmale von diesen Seiten. Das heißt, so quasi Text auf diesen Seiten, Adressen, die wir finden auf diesen Seiten, und versuchen das dann entsprechend zu verwenden für die Suchergebnisse. Das heißt, man muss da eigentlich nichts anderes machen, als die Informationen halt normal, wie man die veröffentlichen würde, auf die Website tun. Also nicht, dass man da irgendwie gezielt mit schema.org etwas machen muss, mit Hreflang muss man sowieso nichts machen, weil das ist ja alles innerhalb vom gleichen Land. Sobald das dann international wird, dann kann man mit Geotargeting, mit diesen Einstellungen ein bisschen mehr machen. Aber solange das alles innerhalb vom gleichen Land ist und einfach für bestimmte Regionen ist, dann ist es eher einfach eine Frage, dass wir Informationen auf den Seiten direkt finden und das irgendwie auch zuordnen können. Dass wir sehen können, diese Website ist da platziert oder diese Informationen sind alle von dieser Region. Und dass wir das dann so in der Suche darstellen können. Wenn man alle Google-Ranking-Faktoren mit 100% ansetzt, wie viele Prozentpunkte werden davon circa die Core Web Vitals ausmachen? Gute Frage. Ich denke, das wird weiterhin so in der Art etwa kommen. Das Schwierige da ist, dass wir nicht so die Ranking-Faktoren anschauen. Das heißt, es ist nicht so, dass wir sagen, dieser Faktor ist fix und quasi man hat das jetzt gut erreicht und deswegen kriegt man 0,7 Punkte noch dazu gerechnet, sondern diese Faktoren sind sehr, sag ich mal, variabel. Das sieht man zum Beispiel auch, wenn man, sag ich mal, Nachrichten anschaut, dann ist es ja so, wenn ein Thema auf einmal in den Nachrichten ist, dann versuchen wir für die gleichen Suchanfragen auf einmal dann eher ein bisschen stärker zu bewerten, ist es jetzt ein relevanter Artikel quasi vom Zeitraum her oder ist es etwas Älteres? Ähnlich ist es auch so mit anderen Bereichen, wo quasi die Relevanz ein bisschen wechseln kann. Und Relevanz ist sowieso ein bisschen schwieriges Thema und da versuchen wir natürlich die Sachen, wo wir erkennen können, dass die Informationen wirklich sehr relevant sind, dass wir das quasi aufgrund von den Informationen auf den Seiten entsprechend auch bewerten können und für das Ranking verwenden können. Bei solchen Situationen, wo es nicht eindeutig klar ist, welche Reihenfolge da wirklich passen würde, dann können wir solche Faktoren wie Core Web Vitals ein bisschen dazu nehmen und aufgrund von dem ein bisschen, sag ich mal, das Ranking zusammenstellen. Das heißt, wenn jemand gezielt nach eurer Firma sucht, nach eurer Website, dann wird es nicht so sein, dass wir irgendeine andere Website zeigen würden, die halt ein kleines bisschen schneller ist, sondern da zeigen wir einfach eure Website, auch wenn sie ein bisschen langsamer ist. Hingegen, wenn wir mehrere verschiedene Resultate haben, die ein bisschen eher ähnlich sind, dann können wir natürlich Core Web Vitals dazu nehmen und sagen, die ist jetzt ein bisschen die schnellere Seite oder hat ein besser User Experience und aufgrund von dem
wird das Ranking da ein bisschen angepasst. Das kann man natürlich auch, sag ich mal, so überlegen. Das heißt, wenn man das in Extrem ziehen würde, dann ist natürlich eine leere Seite wahrscheinlich die schnellste, die man machen kann. Und für Benutzer, wenn sie in den Suchergebnissen leere Seiten sehen, sind die nicht wahnsinnig brauchbar für Benutzer. Das heißt, es muss irgendwie schon zusammenpassen. Kann ich eine Frage stellen zu den Ranking-Faktoren? Klar. Ich sehe jetzt in letzter Zeit bei generischen Suchwörtern, also zum Beispiel französische Flagge in Frankreich, dass circa 8 Suchtreffer auf Shoppingseiten gehen. Hat das denn jetzt auch was zu tun jetzt mit dieser Corona-Krise, dass jetzt sehr viel gekauft wird? Oder wie kommt das auf einmal? Weil früher waren auch sehr viel mehrere unterschiedliche Suchtreffer zu finden, zum Beispiel irgendwelche Wikipedia-Seiten oder private Seiten. Oder ja. Sind diese Shopping-Seiten jetzt so extrem optimiert, dass überhaupt gar kein normaler User mehr da reinkommt? Das ist auch eine Sache, die sich im Laufe der Zeit verändern kann. Das heißt, wir versuchen zu erkennen, ob der Benutzer jetzt eher, sag mal, kommerzielle Interessen da mit der Suchanfrage hat. Und aufgrund von dem zeigen wir dann eher Shopping-Resultate oder eher andere Resultate. Und das kann sich im Laufe der Zeit ändern. In den meisten Fällen ist es nicht so, dass wir da irgendwie manuell irgendwie diesen Mix irgendwie steuern, sondern wir versuchen das einfach algorithmisch zu bestimmen, dass wir feststellen können, dieser Suchbegriff ist jetzt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eher etwas, was Richtung Shopping geht, und deswegen zeigen wir dann vielleicht ein bisschen mehr so Produkt-Landing-Pages statt Informations-Pages. Macht das soweit Sinn? Ja, weiß ich nicht. Also es sind wirklich diese ganzen Informationspages sind verschwunden. Und auch jetzt meine Frau beschwert sich jetzt auch mittlerweile, dass sehr viel Shopping auch jetzt in letzter Zeit gezeigt wird. Ja. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass ja auch die Shopping-Seiten natürlich extrem in diese Suchmaschinenoptimierung reingehen und das auch können mittlerweile vielleicht und dass das vielleicht auch daran liegt. Ne? Aber also gerade bei generischen Suchen, ne? Also diese ja. Allgemeinen Suchen. Jetzt nicht, wenn man, sagen wir, speziell irgendwie sucht nach, wenn man 3 Wörter zum Beispiel nimmt oder so, dann sind die Suchtreffer schon besser auf jeden Fall. Ja. Okay, ja. Ja, aber ja, also ich glaube nicht, dass wir auf unserer Seite da irgendwie quasi so einen Hebel hätten, dass wir sagen können, einfach mehr Shopping-Resultate oder weniger. Sondern wahrscheinlich sind das einfach Algorithmen, die ein bisschen auf das Benutzerverhalten sich dann auch längerfristig quasi anpassen. Und vielleicht ist das jetzt gerade in diesem Bereich so in die Richtung ein bisschen weitergerutscht. Ich vermute, dass das wird sich dann im Laufe der Zeit auch wieder einpendeln. Ja, ja. Das ist jetzt ein aktuelles Abbild wahrscheinlich von den Suchen. Ja, ja, klar, kann schon sein. Ja, okay. Ja, ja, danke. Viele SEO-Tools zeigen Fehler an, wie zum Beispiel der HTML-Code ist nach W3C-Standards nicht valide oder Inline-JavaScript gefunden oder reduziere die Anzahl ausgehender Links und so weiter. Wie wichtig sind solche Punkte wirklich für gute Rankings, beziehungsweise was sind denn für Google die wichtigsten technischen SEO-Faktoren, auf die man achten sollte? Ja, gute Frage. Das geht natürlich sehr breit. Was auf unserer Seite gibt es verschiedene Sachen, die relevant sind und andere Sachen, die weniger relevant sind. Und es gibt gewisse Elemente von Seiten, die kann man sehr gut testen und Elemente von Seiten, die kann man nicht so wahnsinnig gut testen. Das heißt, für uns ist natürlich Relevanz super wichtig, aber es gibt viele Faktoren, die da ein bisschen mit hineinfließen. Das heißt zum Beispiel die interne Verlinkung auf eine Website, die hilft uns sehr stark zu erkennen, welche Seiten findet ihr als Sitebetreiber besonders relevant. Und das geht natürlich in Richtung quasi die Anzahl ausgehender Links. Wenn man zu viele interne Verlinkungen hat, dann ist es schwieriger für uns zu erkennen, welche Seiten für euch besonders relevant sind. Wenn man fast keine interne Verlinkung hat, dann ist es ebenfalls schwierig für uns zu erkennen, was für euch besonders relevant ist oder wie wir die Seite crawlen können.
Und von dem her ist, sag ich mal, die Anzahl der Links auf einer Seite schon etwas, das kann man relativ gut messen und dann kann man relativ gut sagen, das sind jetzt besonders viele Links oder besonders wenige Links. Und man kann natürlich schlecht einschätzen, ist das jetzt gerade in diesem Fall problematisch oder okay, aber man kann diese Zahl ein bisschen kontrollieren. Und deswegen kommen auch viele SEO-Tools in die Richtung und sagen, das ist jetzt etwas, was ich messen kann, das kann ich kontrollieren. Wahrscheinlich ist das schon etwas, was Google einigermaßen verwendet, aber ich kann das in jedem Fall den Benutzer vom Tool mal melden und der Benutzer kann dann selber entscheiden, ist das für mich jetzt wichtig oder ist das weniger wichtig. Wenn ich jetzt die Anzahl Links anschaue auf einer Seite, wenn das, sage ich mal, ich weiß nicht was, 20, 30 Links sind und das Tool meldet das und sagt, das sind besonders viele, man darf nur 29 haben, dann kann man ja trotzdem das anschauen und sagen, ja, für mich ist das eigentlich trotzdem okay. Das heißt, man muss nicht immer gerade diesen Tools eins zu eins folgen. Was weniger für uns direkt bezüglich SEO ein Faktor ist, ist die Validität vom HTML. Das heißt, ob jetzt der Code diesen Test besteht oder nicht. Das ist aus unserer Sicht eigentlich nicht ein Faktor, gar, wird eigentlich gar nicht verwendet, weil die meisten Websites bestehen die Tests ja nicht. Die können das nicht vollständig bestehen. Was aber da ein bisschen trotzdem praktisch ist, ist, wenn man diese Tests besteht, dann hat man ein bisschen eine Gewissheit, dass diese Seiten in mehreren verschiedenen Browsern richtig funktionieren. Das heißt, wenn das sauberes HTML ist, dann funktioniert das eher auf verschiedenen Arten von Geräten. Und das an und für sich ist das ja kein, sag ich mal, SEO-Ranking-Faktor, aber es ist trotzdem etwas, worauf man vielleicht achten würde und sagen würde, ja, was bringt mir das, wenn ich mit meiner Website an erster Stelle in den Suchergebnissen stehe und die meisten Benutzer können die Seite gar nicht sauber bedienen? Dann bringt das ja auch nicht wahnsinnig viel. Ja, und von dem her, wenn ich so die verschiedenen SEO-Tools anschaue, die ich mal ausprobiert habe, dann gibt es viele dieser Meldungen, die kommen, wo ich sagen würde, das ist jetzt in diesem Fall vielleicht nicht wahnsinnig wichtig. Aus Googles Sicht, wenn ich die anschaue, würde ich vielleicht auch sagen, das ist total irrelevant. Aber man kann das natürlich messen und man kann sich dann als Benutzer von diesen Tools überlegen, ist das für mich jetzt relevant oder weniger relevant? Und ich denke, das ist in vielen Fällen trotzdem noch hilfreich, dass man da ein bisschen eine Unterstützung hat, die in Richtung geht, wie mache ich meine Webseiten so, dass sie möglichst sauber sind, dass sie möglichst gut zu verstehen sind, einerseits für Benutzer, andererseits natürlich auch für Suchmaschinen. Und gerade wenn man eine größere Website hat mit, ich weiß nicht, Tausenden oder Millionen von Seiten, dann findet man ja die problematischen Seiten nicht so wahnsinnig schnell. Dann kann man mit diesen Tools sich dann ein bisschen schneller, sag ich mal, eingrenzen und sagen, ah, bei diesen Arten von Produktseiten zum Beispiel habe ich ein Problem, weil da sind die Beschreibungen vielleicht irgendwie, haben falsche Links dabei oder sind besonders invalide bezüglich HTML-Standard. Und dann kann man sich ein bisschen auf das konzentrieren und sagen, das ist jetzt ein Thema, das ich mal annehmen möchte. Und von dem her würde ich nicht sagen, man muss eins zu eins all diesen Tools folgen mit diesen Faktoren, aber man kann die trotzdem als Hilfe nehmen, um ein bisschen zu erkennen, wo kann man seine Zeit investieren. Wie kann eine hohe Diskrepanz bei der Rankings bei Suchanfragen mit genau derselben Suchabsicht und denselben Begriffen erklärt werden? Ergebnisse auf der ersten Seite, bezüglich auf der 10. Seite, wenn einer dieser Suchbegriffe auf zwei verschiedene Arten geschrieben werden kann, zum Beispiel das Adverb zu Hause oder zu mit dem Leerschlag Hause. Ja, das kann passieren. Ist schwierig zu sagen, wie kann man das erklären. An und für sich sind das ja auch unterschiedliche Suchbegriffe. Und für unsere Systeme müssen wir die Begriffe einzeln erstmal erkennen und müssen auch dann mal feststellen,
ist quasi die Absicht die gleiche? Sind das vielleicht verschiedene Schreibweisen vom gleichen Wort? Sind das wirklich 1:1 austauschbare Varianten? Oder könnte das zum Beispiel sein, dass eine Schreibweise eher in einem Land verwendet wird, die andere Schreibweise eher in einem anderen Land? Und dass man diesbezüglich dann halt auch versucht, die Rankings ein bisschen anzupassen. Im Praktischen, was passiert mit solchen Suchbegriffen? Gerade, sag ich mal, bei kürzeren Suchbegriffen ist es so, dass wir die Suchbegriffe erstmal versuchen zu verstehen. Das heißt, wir versuchen erstmal zu bestimmen, welche Synonyme sind da, die quasi gleich oder ähnlich verwendet werden können, um das gleiche Wort zu beschreiben. Und da ist es nicht der Fall, dass wir sagen, die sind alle gleichwertig, sondern wir sagen dann vielleicht zu, ich weiß nicht was, 70% ist diese Schreibweise eigentlich auch okay. Oder das Ähnliche mit Singular- und Pluralformen, dann können wir natürlich auch die verschiedenen Varianten dazu nehmen. Ähnlich versuchen wir dann zu bestimmen, ist das jetzt, sage ich mal, eine kommerzielle Suche oder eine weniger kommerzielle Suche, welche Sprache ist diese Suche geschrieben, und aufgrund von all diesen Faktoren nehmen wir dann das Ganze und schicken das an unser Index weiter und holen da entsprechend die Resultate, die entsprechend da passen würden, und versuchen dann das Ranking aufgrund von diesen Faktoren zu machen. Das heißt, da kann es durchaus der Fall sein, dass wir, sag ich mal, mit einem Wort, wo man als, sag ich mal, als Deutschsprechender sagen würde, ja, die sind eigentlich fast das Gleiche, dass unsere Systeme, weil das Ganze automatisch geht, sagen, ja, die sind nur zu 50% Wahrscheinlichkeit Synonyme, und vielleicht ist, sag ich mal, die Pluralform eher Richtung kommerzielle Interesse und die Singularform eher in Richtung Informationsinteresse da, und dass dementsprechend die Suchergebnisse total anders aussehen. Und das sind Sachen, die auf unserer Seite nicht manuell angepasst werden. Das heißt, wir gehen nicht manuell die Suchbegriffe durch und sagen, das ist jetzt quasi das gleiche Wort wie das da, und mit einem Leerschlag ist das okay, mit zwei Leerschlägen wäre das vielleicht weniger okay. Auch mit Umlauten und solche Sachen kommt das natürlich alles auch ein bisschen dazu. Und das sind eben, wie gesagt, nicht Sachen, die wir manuell eingeben und erfassen, sondern Sachen, die wir mehrheitlich automatisiert versuchen zu erkennen und die unsere Systeme im Laufe der Zeit auch immer wieder neu anpassen. Das heißt, wenn wir sehen, dass zum Beispiel Wörter oft als jetzt neu als Synonyme verwendet werden, dann sind das Sachen, die unsere Systeme im Laufe der Zeit dann auch ein bisschen wie dazu lernen und dann im Laufe der Zeit dann auch sagen, ah, eigentlich jetzt neuerdings kommen Benutzer, wenn sie auf diese Varianten suchen, meinen sie das Gleiche, und dann ist das eigentlich soweit für uns auch klar. Es gibt bei uns auf dem YouTube-Kanal ein Video von Paul Haar von, ich würde sagen, letzten Dezember, von einer Konferenz, die wir in Mountain View gemacht haben, wo er auch ein bisschen in Richtung Synonyme eingeht, wo er auch verschiedene, sag ich mal, Suchbegriffe darstellt, die halt ein bisschen problematisch für uns waren, wo wir erstmal lernen mussten, dass wir die anders behandeln müssen. Auch Fälle, wo unsere Systeme quasi gelernt haben, das sind Synonyme, aber wo die ja eigentlich dann, sag ich mal, nicht wirklich Synonyme sind. Und das zu korrigieren, das ist manchmal sehr spannend zu beobachten, weil eben, wie gesagt, wir können das nicht wirklich manuell machen, weil es einfach so viele Suchanfragen gibt, die ständig neu dazukommen, sondern wir müssen versuchen, unsere Systeme dementsprechend einfach anzupassen. Wir haben auf unserer Desktop-Website eine Trendleiste mit wichtigen Links zu weiterführenden Artikeln, die aber alle auf Mobile ausgeblendet sind, werden die Links trotzdem entsprechend gewichtet. Es hängt davon ab, wie ihr diese Links ausblendet. Das heißt, kurz gesagt, wenn die Links trotzdem im HTML dabei sind,
dann können wir die weiterhin auch verwenden für die interne Verlinkung. Wir finden diese Links. Wir können normal dementsprechend auch weiter crawlen. Wenn hingegen die HTML-Version wirklich auch anders ist auf Mobile als auf Desktop und im HTML selber diese interne Verlinkung nicht dabei ist, dann sind diese Links an und für sich weg. Das heißt, praktisch gesehen, wir crawlen für das Indexing, bei Mobile First Indexing, nur mit dem Smartphone Googlebot. Und wenn die Inhalte dort nicht im HTML dabei sind, dann können wir die nicht nehmen für die Indexierung. Ich weiß nicht, Mirko, du bist, glaube ich, hier. Ja, genau, ich wollte da direkt mal einhaken. Hi, die Frage ist von mir gewesen. Also deine Antwort, die habe ich mir auch schon so gedacht, weil tatsächlich ist es im HTML bei uns auf Mobile drin. Von daher müsste es gewichtet werden. Wir haben sie momentan, ich glaube, nur per CSS ausgeblendet, weil wir noch eine bessere Möglichkeit suchen, das auch platzmäßig und von der User Experience her darzustellen. Aber da haben wir deiner Meinung nach erstmal keinen Nachteil, zumindest wenn wir das so gelöst haben und das im HTML ist. Genau, so. Ja. Vielleicht kann ich auch direkt im Anschluss noch eine andere Frage stellen, wenn nicht ich immer dran bin. Genau, und zwar, wir haben auf einer unserer Seiten auch ein großes Forum mit vielen Mitgliedern. Und die haben auch sehr viele URLs, also natürlich die Mitgliederseiten, die Profilseiten, aber auch die neuesten Beiträge von denen und so weiter. Also es sind tausende, zehntausende URLs. Und die hatten wir vor geraumer Zeit per robots.txt einfach gesperrt und hatten dann aber gesehen, dass Google trotzdem einige davon in den Index aufgenommen hat, ne? Weil du hast ja auch mal erzählt, es gibt unterschiedliche Signale und da kann das schon mal passieren. Mhm. Deswegen haben wir die alle per robots.txt entsperrt und hatten dann alle auf noindex gesetzt, in der Hoffnung, dass die dann mit der Zeit irgendwann aus dem Index verschwinden. Und haben dann auch tatsächlich festgestellt, dass der Googlebot gekommen ist und die alle crawlen wollte. Und da hat dann aber unser Systemadmin Alarm geschlagen, weil das tatsächlich eine Datenbanklast nach sich zog. So, und da haben wir dann notgedrungen tatsächlich wieder die Robots-Sperre ziehen müssen, um dem erstmal Einhalt zu gebieten. Wie ist denn jetzt deine Empfehlung, wie man das langfristig hinbekommt? Also sind momentan tatsächlich noch ein paar tausend URLs im Index, die hätten wir ja gern draußen. Was ist das Problem an diesen URLs für euch? Oder was versucht ihr da zu beheben, indem dass ihr das ganze Forum rausnehmt? Also nicht das ganze Forum, sondern nur diese Mitgliederseiten, weil die aus unserer Sicht halt nicht sehr relevant sind. Die sind auch sehr dünn, weil viele Mitglieder ihre Profile auch nicht pflegen. Also wenn man die anklickt, hat man meines Erachtens nach keinen wirklichen Mehrwert. Ja, natürlich sind jetzt diese paar tausend URLs bei unserer Website, die viel, viel, viel mehr URLs hat, nur ein kleiner Teil. Aber ja, es war einfach, es hat keinen Mehrwert, also können wir es auch rausnehmen lassen. Ja, ich würde allgemein sagen, wenn die nicht für normales Suchen auftauchen bei euch, dann müsst ihr da eigentlich nichts Spezielles machen. Das heißt, was ich machen würde, ist in Search Console, kann man ja einen Filter einrichten, dass man nur bestimmte URL-Muster mal anschauen kann und dann einfach mal die Suchbegriffe anschauen, für die diese Seiten auftauchen würden. Und auch vielleicht die Anzahl Impressions und Klicks, die die Seiten kriegen. Und ich vermute, dass die Suchbegriffe, sage ich mal, eher Suchbegriffe sind, die nicht so wahnsinnig wichtig sind für eure Website und wo man dann einfach sagen könnte, ja gut, die sind per Robots.txt gesperrt. Vom Ranking her werden die nicht besonders relevant sein, weil die richtigen Inhalte haben wir ja trotzdem in den Suchergebnissen. Und irgendwann im Laufe der Zeit werden die wahrscheinlich rausfallen aus dem Index, aber das sollte eigentlich keine Probleme verursachen. Okay, also ja, das ist jetzt nichts, die ranken halt für nicht wirklich tolle Begriffe, ist völlig irrelevant. Also meinst du, das kann man ruhig so lassen, ist jetzt nicht weiter tragisch. Ja, also ich würde das eher so lassen. Ich denke, wenn du da nachschaust und merkst, ah, die ranken sehr, sehr gut aus irgendeinem, ich weiß nicht was, unerklärlichen Grund, kann man immer noch sagen, ich nehme quasi das Entfernungstool und sage, alles, was in diesem Verzeichnis ist oder mit diesem URL-Pfad, was so anfängt, dass wir das erstmal rausnehmen. Aber ich würde vermuten, man kann die einfach sein lassen. Und ich meine, klar, es ist immer schön, wenn man das sauber aufräumt, wenn man wirklich nur die URLs indexiert hat, die man eigentlich haben möchte. Aber ich denke, vom Praktischen her ändert das nicht wahnsinnig viel. Eben wenn man da die Robots-Text-Sperre rausnimmt und wieder Noindex reinnimmt, dann crawlt Googlebot erstmal wie wild, weil es denkt, ah, da gibt es jetzt was Neues zu holen.
Und das ist wahrscheinlich noch aufwendiger, als wenn man sagt, gut, wir lassen es einfach, wie es ist. Und irgendwann fällt das schon noch aus. Okay, danke dir. Okay, dann da noch eine Frage zu Google My Business Einträgen und Spam Report. Leider habe ich da nicht wahnsinnig viel Informationen zu Google My Business. Da würde ich eher auf das Hilfeforum verweisen von Google My Business. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch auch ein Forum speziell für, sag ich mal, die Firmen oder die Einträge, die da sind, ein Forum gibt, aber auf Englisch gibt es auf jeden Fall ein Forum dafür. Und da würde ich mal die Frage vielleicht mal allgemein stellen und ein bisschen Informationen kriegen, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Und gegebenenfalls dann halt auch die genauen Informationen dort hineinposten, weil bei den Hilfeforen ist es so, dass die Product Experts, die da aktiv sind, die können gewisse Beiträge entsprechend auch eskalieren. Das heißt, weitergeben an Google-Mitarbeiter, damit das ein bisschen genauer angeschaut werden kann. Und von dem her würde ich da das eher Richtung den Hilfeforum mal geben. Fließen in die Felddaten zur Berechnung der Core Web Vitals nur indexierte Webseiten ein oder werden auch nicht indexierte Webseiten berücksichtigt? Warum erscheinen auf meinem Handy in den Suchergebnissen bei Firefox keine AMP-Seiten? Okay, sind gleich zwei ein bisschen unterschiedliche Fragen. Bezüglich Core Web Vitals ist es effektiv so, dass da wirklich alles, was von Benutzern verwendet werden kann, auch in die Core Web Vitals fließen kann. Das heißt, für den Core Web Vitals Bericht in Search Console ist es ja so, dass wir die Chrome User Experience Report Daten nehmen und das sind Daten, die anonymisiert von Benutzern quasi eingereicht werden und aufgrund von dem berechnen wir dann die Werte für die verschiedenen Core Web Vitals. Und diese Daten, weil sie ja über Chrome kommen, sind sie an und für sich einfach nur für diese Website mit gewissen URLs natürlich verbunden. Aber es ist nicht so, dass Chrome weiß, dass diese URL jetzt indexiert werden darf oder diese URL nicht indexiert werden darf. Ebenso weiß auch Chrome gar nicht, ob diese URL jetzt, sage ich mal, ohne Passwort zugänglich ist oder nur mit Passwort zugänglich ist. Das heißt, in den Chrome User Experience Report sind an für sich aggregierte Daten für die ganze Website. Und wenn wir genug Daten haben, können wir das in kleinere Gruppen dann entsprechend auch aufteilen. Das heißt, dass man da vielleicht eine Gruppe hat für die, ich weiß jetzt nicht mal, für, sagen wir mal, die Profilseiten vom Fall vorher, dass diese quasi eine Gruppe sind im Chrome User Experience Report und die Forumbeiträge in einer anderen Gruppe. Und dementsprechend können wir dann natürlich die Core Web Vitals dann auch ein bisschen gezielter anwenden. Und in vielen Fällen, wenn man jetzt Bereiche einer Website hat, die nicht indexiert sind, ist es ja auch so, dass man das ein bisschen abgetrennt hat. Und da können wir das dann in der Regel schon auch ein bisschen genauer steuern. Ihr könnt das aber auch im Core Web Vitals Report in Search Console selber nachschauen. Das heißt, ihr seht hier da die einzelnen Seiten, die quasi Messwerte haben und da sieht man dann auch, wie viele ähnliche URLs gefunden worden sind, die quasi in diese Gruppe hineinpassen. Und so kann man da ein bisschen auch abschätzen, quasi was geht jetzt alles in diese Gruppe oder was geht in die anderen Gruppen. Und meines Wissens ist die Gruppierung einerseits aufgrund von der URL-Struktur, andererseits natürlich auch aufgrund von den Aufbau von den einzelnen HTML-Seiten gemacht. Das heißt, wenn wir erkennen können, dass diese URLs, sag ich mal, alle im gleichen Verzeichnis sind, aber dass die HTML-Seiten sehr unterschiedlich sind und quasi nach diesen Mustern aufgeteilt werden können, dann versuchen wir das auch so hinzukriegen. Bezüglich Firefox und AMP weiß ich nicht, was da speziell der Fall ist, aber da sind die genauen Angaben vom Standort und Handy und Betriebssystemversion und Firefox-Version dabei. Da kann ich das auf jeden Fall an das Team mal weitergeben, um das ein bisschen genauer anzuschauen. Ich weiß, in einigen Fällen, gerade am Anfang, war es so, dass wir die AMP-Seiten
nur dann ausgeliefert haben, wenn wir sicher waren, dass die Browser das auch sauber verstehen können. Ich vermute, das sollte eigentlich bei den aktuellen Firefox-Versionen unproblematisch sein. Und von dem her sollten wir die wahrscheinlich da schon normal ausliefern können. Realistisch betrachtet wird es nicht möglich sein, alle unsere Unterseiten so zu optimieren, dass die drei Core Web Vitals zu 100% im Grün stehen. Ein gewisser Prozentsatz der Seiten wird orange oder rot bleiben. Gibt es hier für die Core Web Vitals einen Prozentsatz, den Google noch als akzeptabel ansieht? Also wenn zum Beispiel 5% der Seiten rot sind, wäre das dann trotzdem noch in Ordnung? Gute Frage. Also einerseits, denke ich, geht das in Richtung quasi diesen aggregierten Messwerten, die da zusammenkommen. Das heißt, wir testen ja nicht, sag ich mal, theoretisch diese Seiten durch, sondern wir nehmen die Benutzerdaten, die Benutzer effektiv gesehen haben. Und das wird ja aggregiert für die ganze Website. Und aufgrund von diesen aggregierten Daten bestimmen wir dann, ist die Website oder dieser Teil der Website entsprechend im Grün oder nicht. Und da kann es durchaus sein, dass bei einzelnen Seiten oder bei einzelnen Benutzern alles sehr langsam ist und bei anderen Seiten geht es sehr schnell. Und wenn man dann diese aggregierten Daten anschaut, dann werden die ja irgendwo in der Mitte fallen. Und aufgrund von dem machen wir dann die Bewertung bezüglich Core Web Vitals. Ich glaube, bei uns in den Hilfeseiten haben wir das ein bisschen genauer auch definiert, was da genau angeschaut wird. Ich glaube, der 75-Percentile wird da genommen von den Messwerten. Und wie das mit der Gruppierung ist, ist, glaube ich, da auch ein bisschen genauer beschrieben. Und aufgrund von dem wird das dann ja da entsprechend zusammengestellt. Was meinerseits oder wo ich nicht hundertprozentig sicher bin, ich vermute, dass es ist, der Fall ist bezüglich, wenn man jetzt irgendwo dazwischen liegt, ob jetzt Google quasi nur sieht, erfüllt das die Bedingungen für die Core Web Vitals oder erfüllt das nicht? Oder ist das, ob wir das auch irgendwie als Zwischenwert dazu nehmen würden, dass wir sagen würden, das ist zu 90% erfüllt, dieser Wert, also ist das ein bisschen besser als eine Website, die vielleicht nur 70% diesen Wert erfüllt. Meines Wissens wird das eher etwas sein, das irgendwie entweder okay ist oder nicht okay und nicht irgendetwas, was quasi so Graustufen dazwischen noch hat. Weil wie wir das im letzten Blogpost auch beschrieben haben, wollen wir ja auch ein Label oder ein Bild in den Suchergebnissen darstellen, wenn wir wissen, dass die Seite diesen Page-Experience-Faktoren erfüllt. Und da ist es natürlich eher so, dass wir das nur zeigen können oder nicht zeigen können. Wir können dann nicht irgendwie 80% von diesem Symbol zeigen und sagen, ja, mehrheitlich ist das erfüllt oder nicht. Aber das ist mal eine andere Frage. Ich denke, bezüglich den effektiven Anzahl Seiten und wenn ihr diese Tests quasi manuell durchgeht, das ist etwas, was man dann wirklich auch nachkontrollieren kann in diesen aggregierten Daten im Chrome User Experience Report. Und in Search Console sieht man das wahrscheinlich auch, wie sich das verändert im Laufe der Zeit. Autodetektion von einer Sprache mittels JavaScript führt beim Google Crawler dazu, dass die Website mit englischer Sprache indexiert wird, obwohl die Seite auf Deutsch ist, weil der Crawler in Deutschland halt Englisch sendet. Deutsche Seiten und englische Seiten verschiedener URLs war über das Ergebnis erstaunt. Gibt es überhaupt Google Crawler, die als akzeptierte Sprache auch die DE-DE-Version senden oder nur ENUS. Manuell als Mensch funktioniert alles super. Verschiedene Browser mit unterschiedlichen Sprachen installiert. Würde die Weiterleitung auf Zielsprache dazu führen, dass die deutsche Seite nicht mehr gecrawlt wird? Ja, das ist effektiv so, dass wir pro Seite nur eine Sprachversion indexieren. Und wir machen das auch so, dass wenn wir die Seiten crawlen, dann schickt Google eigentlich nur, sag ich mal, den Standard-Header aus und crawlt diese Seiten nicht mit verschiedenen Spracheinstellungen.
Das heißt, in einem solchen Fall, je nachdem, wie das implementiert ist, wird das so sein, dass wir die Seite crawlen. In vielen Fällen werden diese Scripts erkennen, quasi, das ist ein Benutzer aus Amerika, und werden dann entsprechend die englische Version zeigen. Und das ist dann auch die einzige Version, die wir dann dementsprechend da indexieren würden. Das heißt, wenn man verschiedene Sprachversionen hat, dann müsste man auf jeden Fall separate URLs haben für diese einzelnen Sprachversionen und dann idealerweise auch Links zu diesen einzelnen Versionen haben, idealerweise auch mit der Hreflang-Annotierung arbeiten, sodass, wenn wir die Seite crawlen und, sag ich mal, von der Standard-Homepage eine Weiterleitung auf die englische Homepage kriegen, dass wir dann trotzdem wissen, da ist die deutsche Version mit einer -de-URL zum Beispiel oder da ist die französische Version. Und dass wir diese einzelnen Sprachversionen gezielt auch separat crawlen können. Das heißt, wenn die Homepage eine solche, sag ich mal, Sprachweiche aufweist, dass wir zumindest die einzelnen Sprachvarianten selber separat crawlen können. Und dann, wenn wir diese Sprachvarianten separat crawlen können, können wir die auch separat indexieren. Wenn hingegen die Homepage einfach die Inhalte austauscht, je nachdem, wo der Benutzer her ist oder wie das halt eingeteilt wird, dann wird es so sein, dass Googlebot einfach eine Variante sieht und dann nur diese Variante indexiert. Und gerade wenn ihr verschiedene Sprachvarianten habt, ist das ja auch ein bisschen schade, wenn dann nur die englische Version indexiert wird oder nur die Version, die ihr vielleicht Benutzern aus Amerika zeigt, so indexiert wird. Wir haben da aber auch relativ ausführliche Dokumentation, wie man das am besten machen kann. Auch eine Blogpost, wie man das machen kann, gerade bei solchen Homepages, die eine automatische Sprachweitergabe haben oder die vielleicht auch ein Banner zeigen mit verschiedenen Sprach- und Ländervarianten, wie man da am besten umgehen kann. Gerade mit diesen Hreflang-Annotationen, dass man sicher ist, dass die verschiedenen Varianten auch gecrawlt und indexiert werden können. Jetzt sind wir, glaube ich, da unten angekommen. Mal kurz nachschauen, ob da ein bisschen mehr noch dazugekommen ist. Eine Website, die ich betreue, hat einen ganz korrekten Page-Speed für Desktop-User, aber aus irgendeinem Grund will das für Mobile-User nicht klappen. Die Seite ist recht neu, daher natürlich im Mobile-First-Indexing kann ich davon ausgehen, dass ihr Ranking für Desktop-User anhand der Mobile-Performance bestimmt wird, wenn man alle anderen Ranking-Faktoren außer Acht lässt. Weiß ich nicht. Es hängt ein bisschen davon ab, wie sich das Ganze da, sag ich mal, einpendelt. Wenn das jetzt eine neue Website ist, dann haben wir wahrscheinlich noch keine Chrome User Experience Report da Informationen für diese Seite. Das heißt, dann ist sowieso erst einmal der Fall da, dass wir keine weiteren Informationen haben und dann erst mal schätzen müssen. Die Chrome User Experience Report Daten werden meines Wissens nach etwa einen Monat aktualisiert. Entsprechend sieht man dann auch diesen Zeitverzögerung in Search Console, wenn man diese Daten anschaut. Das heißt, da würde man wahrscheinlich nach etwa einem Monat anfangen, auch Informationen zu sehen. Und das sollte man dann auch den Unterschied zwischen Desktop und Mobile entsprechend sehen. Wir führen die Chrome User Experience Report Daten separat für Desktop und Mobile. Wir planen gerade beim Page Experience Ranking Faktor nur die Mobile-Variante mit diesen Core Web Vitals, mit den Page Experience Faktoren zu bewerten. Das heißt, die Desktop-Variante wird weiterhin aufgrund von den, sag ich mal, Standard-Ranking-Faktoren bewertet. Und bei der Mobile-Variante, wenn jemand auf ein Mobile-Gerät sucht, nehmen wir die Core Web Vitals und die anderen Faktoren beim Page Experience Faktor dazu und machen da entsprechend das Ranking. Das heißt, wenn ich jetzt nur auf Desktop suche, das Ganze anschaue, wie hier in der Frage, dann einerseits werden die Core Web Vitals bei der Desktop-Suche nicht dazu verwendet, andererseits
ist es so, wenn wir die verwenden würden, dann würden wir dann nur die Desktop-Information nehmen und nicht die Mobile-Information. Ebenso auf Mobile ist es so, dass wenn jemand auf ein Mobile-Gerät sucht und wir haben Chrome User Experience Report-Daten für Mobile-Geräte da, dann nehmen wir die Mobile-Variante für den Ranking-Faktor. Dann nehmen wir nicht die Desktop-Variante, dann nehmen wir auch nicht irgendeinen Mix davon, sondern wir versuchen das wirklich so zu trennen, dass wir wirklich für Desktop nur die Desktop-Faktoren nehmen, für Mobile nur die Mobile-Faktoren und eben auf Desktop, dass wir da die Core Web Vitals im Moment noch nicht nehmen. Und die Faktoren kommen ja sowieso erst im Mai. Ich weiß nicht, ob sich bis dann diesbezüglich irgendetwas ändert. Ob wir dann vielleicht irgendwann mal sagen, gut, auf Desktop nehmen wir auch die Speed-Faktoren dazu, weiß ich nicht. Okay, also das zielte vor allem darauf ab, ob das Indexing für die mobile Version beziehungsweise für, aus Sicht der Mobil-User die Ergebnisse für die Desktop-User quasi überschreibt. Also so neu ist die Seite nicht, ein Jährchen oder so. Ne? Aber das war so die Interpretation von Mobile First, ja? Dass man guckt, okay, die Webseite als solches, das Webprojekt funktioniert für einen Mobile-User, sagen wir jetzt mal dem Beispiel, nicht besonders gut. Also ranken wir das auch nicht besonders gut, selbst wenn ein Desktop-User kommt. Das war so meine Frage, genau. Okay, ja, es sind einfach sehr viele verschiedene Mobile-Varianten, die da ins Spiel kommen. Wenn wir jetzt Mobile-First-Indexing anschauen, ist es eigentlich eher, sag ich mal, das Technische mit dem Indexieren von den Inhalten, die auf dieser Website sind. Das heißt, wir crawlen die Website mit dem Smartphone-Crawler und nur die Informationen, die wir per Smartphone sehen, kommt dann ins Index hinein. Bezüglich diesen Ranking-Faktoren nehmen wir einfach das, was wir im Index haben und nehmen das dann dementsprechend für Desktop oder Mobile unterschiedlich. Aber im Index ist effektiv dann nur die, sag ich mal, per Mobile gecrawlte Version. Ein bisschen verwirrend. Da müsste man irgendwie ein großes Diagramm machen. Oh ja, bitte twittern. Okay. Das andere, was da auch noch ein bisschen hineinspielt, ist mobile-friendly, quasi ob die Seite jetzt gut auf Mobilgeräten geht oder nicht. Und das hängt auch nicht mit Mobile-First-Indexing zusammen. Ich glaube, Mobile-Friendliness ist ein Faktor bei den Page-Experience-Faktor, also fließt das eher da als Ranking-Faktor hinein. Ha, so viel Mobile-Varianten. Kann ich noch eine Frage stellen? Ja, ich glaube, wir haben alle Fragen, die eingereicht worden sind, durch. Leg los. Okay, ich überarbeite im Moment den Bestellablauf in unserem Online-Shop. Ich füge da mehrere Zahlungsarten hinzu. Jetzt frage ich mich halt, wenn ich jetzt diese Logos von den neuen Zahlungsarten, also zum Beispiel Amazon Pay oder American Express, unten im Footer mit einblende, habe ich dann dadurch irgendeinen Vorteil in der Suche? Also ich kann ja Google auch nicht irgendwie zeigen, weil Google geht ja auch nicht durch den Bestellablauf, dass der jetzt total toll ist. Deswegen denke ich mir einfach, ich mache schöne Logos und binde die dann unten im Footer ein. Und dann auch natürlich auf jeder Seite. Ich glaube, das würde eigentlich nichts ändern aus unserer Sicht, zumindest bezüglich der normalen Suche. Ich weiß nicht, ob bei der Produktsuche so etwas noch dazu einfließen würde. Ich vermute auch eher weniger. Also Produktsuche meinst du dann Shopping? Shopping, ja. Weil die Ergebnisse sind ja jetzt auch in den normalen Desktop-Ergebnissen mit dabei. Und ich glaube, da muss man jetzt auch nicht irgendwie Werbung dazu bezahlen oder so etwas, sondern man kann das ja auch die ganzen Produkte für die Websuche quasi durch das Crawling freigeben und dann auch über den Merchant Center als Feed einreichen. Aber ich glaube, da sind auch die verschiedenen Zahlungsmethoden sind da eigentlich nicht so relevant. Also die sind als Alttext dann, die werden als Alttext eingebunden. Es gibt natürlich auch Besucher, also Kunden, die zum Beispiel auf Rechnung kaufen suchen. Ja.
würde ja dann auch schon aufpoppen, ne, bei denen. Also das würde dann zum Beispiel klappen, ne? Ja, ja, ich meine, wenn Sie gezielt nach diesen Informationen suchen, dann auf jeden Fall. Aber wenn jemand jetzt allgemein, ich weiß nicht, nach Deutschlandflagge sucht, dann würde man nicht sagen, ah, da gibt es mehr Möglichkeiten, das zu bezahlen, also nehmen wir dieses Ergebnis. Auch nicht in der Konkurrenz, also zu den anderen Online-Shops? Also wenn man jetzt von der Bewertung her, kann ich mir ja schon vorstellen, mehrere Zahlungsmöglichkeiten ist ja schon qualitativ besser, ne? Wenn diese Wörter dann auf einmal drin vorkommen, also Amazon zum Beispiel oder Google Pay wollte ich auch mit reinnehmen zum Beispiel. Gut, das... Ja, eben wenn jemand gezielt danach sucht, dann schon, aber ja. Wenn man einfach allgemein sucht, ich glaube, da würden wir da einfach sehen, ah, das ist einfach ein Text, der auf jeder Seite ist und nicht das besonders bewerten. Okay, alles klar, Dankeschön. Ich hätte sonst noch eine Neugierde in Richtung Internationalisierung. Okay. Und zwar haben wir bei dieser Seite, von der wir vorher sprachen, auch als Zielraum den russischsprachigen Raum. Das sind jetzt natürlich sehr viele Länder. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Ahreflang-Tag-Dilemma. Wir haben es momentan so gelöst, dass wir eine .com-Domain haben, /RU, also für alle russischsprachigen Browser-Einstellungen. Ich frage mich jetzt nur, ob das statistisch nicht vielleicht sinnvoll wäre, wenn wir dann die verschiedenen Länder-Domains hätten, weil so haben wir de facto mehr Seiten, aber halt immer den gleichen Content. Wir könnten das schon lösen über Canonicalization, danke. Du hast aber mal gesagt, bei gleichem Content, dann indexiert ja auch nur eine Länderseite, was dann ja wieder bedeuten würde, ich bin wieder zurück auf der Anzahl von vorher, von der .com/RU beispielsweise. Sehe ich das richtig oder auch noch irgendwo ein Denkfehler? Ja, ich denke, das sind immer verschiedene Faktoren, die dazu hineinspielen und da gibt es wahrscheinlich nicht eine einzige Lösung, die für alle Fälle entsprechend richtig ist. Weil in manchen Fällen ist es effektiv so, dass Benutzer eher nach quasi länderspezifischen Varianten suchen und dann macht es sicher Sinn, dass man da einzelne Country Code Top-Level Domains verwendet für diese Seiten. In anderen Bereichen ist es eher so, dass sie einfach allgemein nach Informationen in einer bestimmten Sprache suchen und dann macht es vielleicht weniger Sinn, dass man die verschiedenen Länder-Domains hat, weil wenn man die Informationen stärker bündeln kann, das heißt ein bisschen konzentrieren kann, können die natürlich auch ein bisschen besser ranken im Vergleich zur Konkurrenz. Das heißt, man hat dann einfach die Frage, teile ich meine Informationen auf, sodass sie ein bisschen besser passen auf die direkten Suchanfragen, die kommen, oder konzentriere ich meine Informationen ein bisschen mehr, damit ich ein bisschen besser im Ranking für die eher allgemeinen Suchanfragen da bin. Und je nach Konkurrenzsituation, je nachdem, wie die Benutzer suchen, macht vielleicht eher die eine Variante Sinn oder die andere Variante Sinn. Man könnte das natürlich auch kombinieren oder man kann dann vielleicht auch mal, sag ich mal, eine Länderversion ausgliedern und das einfach mal testen. Aber es gibt da keine, sag ich mal, Standardantwort, wo ich immer sagen würde, ihr müsst das so machen oder so machen. Manchmal lohnt es sich aufzuteilen und ein bisschen breiter gefächert zu machen. Manchmal lohnt es sich eher zu konzentrieren und quasi ein bisschen stärkere Seiten bauen. Ja, ich hab da deine Aussagen zu dem Thema schon in anderen Foren gehört und gelesen. Also ein Punkt, den du immer wieder wiederholst, ist, länderspezifische Informationen machen dann natürlich auf länderspezifischen Seiten Sinn. Ich denke aber, ganz viele von uns bieten vielleicht für den internationalen Raum die gleiche Dienstleistung an. Also Christian beispielsweise mit seinen Flaggen, ja, er sitzt in Deutschland und verkauft die Flaggen hier, verschickt sie aber von mir aus nach Belgien, Frankreich, sonst wohin. Wir bieten eine Dienstleistung an, die sich im russischsprachigen Raum richtet, aber die Dienstleistung findet an und für sich hier statt. Also es wäre immer exakt der gleiche Content. Ich kann dann nicht sagen, okay, ich schreibe das jetzt für den ukrainischen Markt oder für den russischen Markt oder etc. pp. Es ist tatsächlich halt immer das Gleiche. Ne? Ja, schwierig zu sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass in manchen Ländern für gewisse Arten von Suchen, dass man da vielleicht eher einem Country Code Top-Level-Domain eher trauen würde.
In anderen Fällen macht das vielleicht weniger aus, aber ja, schwierig zu sagen. Eben was sicher auch passieren würde, ist, wenn die Informationen 1:1 identisch sind, dass wir beim Indexieren dann sagen, das sind eigentlich die gleichen Sachen und versuchen, das zu kombinieren. Der Vorteil ist, dass wir das versuchen, ein bisschen zu konzentrieren für dich. Andererseits ist natürlich der Nachteil da, dass in den ganzen Berichten in Search Console wird das dementsprechend dann auch in solchen Fällen dann kombiniert. Und in vielen Fällen, wenn man das dann anschaut in Search Console, dann sind einige Sachen quasi konzentriert, weil wir die sauber erkannt haben. Andere Sachen sind quasi noch einzeln indexiert und werden auch einzeln aufgeführt. Dann sind die Statistiken da einfach sehr viel schwieriger durchzugehen und zu bewerten, was jetzt besser ist oder was schlechter ist. Okay, alles klar, danke. Ich denke, Christian hat das sicher schon viele dieser Varianten gesehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also was funktioniert bei Ahreflang ist, wenn es die gleiche Sprache ist. Also in Deutsch jetzt und dann Österreich, Schweiz und Deutschland. Sobald ich dann Frankreich verknüpft habe mit Ahreflang, hat das einfach nicht funktioniert. Also das, meistens ist das bei Ahreflang auch so diese Markensuche. Wenn jetzt einer nach einer Marke sucht, dann funktioniert das gut. Also Max Flux zum Beispiel als Marke, wenn man Ahreflang dann über alle Sprachen verknüpft, klappt das. Aber jetzt nicht Florida. Also Florida Flagge, das funktioniert nicht. Also weiß ich nicht warum. Aber also die gleiche Sprache, unterschiedliche Regionen, das funktioniert mit Ahreflang. Ja. Okay. Aber habe ich auch jahrelang probiert. Ja. Ja. Ja, internationale SEO ist nicht besonders einfach. Cool. Noch irgendwelche weiteren Fragen? Ich glaube, irgendjemand wollte sich da noch melden. Ah, okay. Leg los, Johannes, oder frag einfach im Chat. Ah, okay. Mikrofon geht nicht. Oder sonst, wenn es eine längere Frage ist, kannst du natürlich auch gerne bei den Kommentaren einfach auf YouTube noch dazu nehmen und dann kann ich das nachher mal durchgehen und rausholen. Na, vielleicht, während Johannes noch schnell fertig tippt, ganz kurz, Google will ja in Zukunft auch einzelne Abschnitte auf einer Webseite indexieren können. Gleichzeitig habe ich gerade einen interessanten Tweet zu einem Feature gelesen, was mich selber auch immer so ein bisschen ärgert, nämlich das Überschreiben von Description Tag. Kann das vielleicht sein, wenn du jetzt mal so den Blick in die Kristallkugel wagst, dass Google dann vielleicht irgendwann mal hergeht und ganze Passagen aus einer Webseite in die Description, in den Serbs reinpackt, ungeachtet dessen, was ich als Webmaster eingetragen habe? Das kann eigentlich immer sein, ja. Also auch unabhängig von diesem, sag ich mal, Passage Indexing, was da kommen kann. Es ist so, dass Passage Indexing ist eigentlich vom Name her, ist das, würde ich sagen, falsch, weil das bezieht sich wirklich eher auf das Ranking einfach. Das heißt, indexiert wird das genau gleich wie vorhin. Es ist einfach vom Ranking her, dass wir erkennen können, dieser Teil weit unten auf der Seite ist besonders relevant für diese Suche, die jemand jetzt gemacht hat. Und wenn wir das erkennen können, versuchen wir das natürlich auch ein bisschen hervorzuheben in den Suchergebnissen, meistens in Form von Description oder Snippet, der da gezeigt wird. Und so sieht man das dann wahrscheinlich dann auch in den Suchergebnissen, dass wir dann eher, sag ich mal, den Snippet austauschen vom Description Meta Tag eher in Richtung quasi von diesem Ausschnitt, welches da als besonders relevant gesehen wird. Aber das sind Sachen, die machen wir eigentlich auch allgemein in der Suche. Wenn wir erkennen können, dass der Description Meta Tag nicht besonders relevant ist für den Benutzer oder sehr repetitiv ist innerhalb der Website, dann tauschen wir das auch aus und versuchen, da ein bisschen bessere Beschreibung zu bringen für den Benutzer, dass sie eher erkennen können, was da jetzt relevant ist.
Okay, da von Johannes noch die Frage, wegen der Google Business, die Kategorien, die rausgenommen werden, du sagst es, ich soll es mal in ein Support-Forum stellen, du reichst es dann entsprechend nochmal weiter. Okay, da mit dem Link, ich kann das mal ein bisschen weitergeben. Vor ein paar Wochen habe ich hier schon mal gefragt und hast du gesagt, du hast da nicht direkt damit zu tun, aber du könntest es weiterreichen. Das ist halt für uns ein schwieriges Problem, weil die haben die Kategorien rausgenommen. Wir können es nicht mehr auswählen, aber die anderen Mitbewerber, die eben das früher schon ausgewählt haben, die können diese Kategorien weiter verwenden und das erschließt sich mir eben nicht. Das ist eben schon ein großes Problem für mich. Ja, okay. Ja. Ich gebe das mal weiter. Ich kann allerdings nicht wahnsinnig viel versprechen, weil ich nicht genau weiß, wie das organisiert ist auf der Google My Business Seite. Oh, aber okay. Ich gebe das mal an das Team weiter, da können Sie das ein bisschen genauer anschauen. Super. Okay, vielen Dank. Ja. Okay, super. Zeitlich sind wir jetzt so ziemlich am Ende angelangt. Vielen Dank für eure vielen Fragen und Kommentare zwischendurch. Ich hoffe, wir sehen uns in einem von den nächsten Hangouts wieder. Ich vermuten, dass wir das schon noch irgendwie im Dezember hinkriegen. Also nicht, dass wir jetzt schon ein frohes neues Jahr wünschen müssen. Aber vielen Dank fürs Kommen und auf jeden Fall auf bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss allerseits. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke.